Von hier oben macht es wahrscheinlich nicht den Eindruck, aber in der fiktiven Demokratischen Republik Tschernarus herrscht ein blutiger Bürgerkrieg. Pro-russische Rebellen kämpfen gegen die NATO-nahe Regierung. Der 225 Quadratmeter große Küstenstaat, der sich eine Grenze mit Russland teilt, ist tief gespalten. Es dauert nicht lange, bis sich auch die Weltmächte in die Auseinandersetzung einmischen. Und so stehen sich im Herbst 2009 US-Truppen im NATO-Auftrag auf der einen Seite und die russische Armee auf der anderen gegenüber. In dieses durch ethnische Konflikte noch zusätzlich aufgeladene Szenario, in dem auch das Schicksal der zivilen Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen wird, schickt sie die Militärsimulation Armed Assault 2 oder ARMA 2, wie das Spiel inzwischen auch offiziell heißt. Wir durften die Alpha-Version von ARMA 2 in der Nähe von Prag in den Studios des Operation Flashpoint-Entwicklers Bohemia anspielen. Leider konnten wir ihnen nur abgefilmtes Material mitbringen. Unsere ersten Spieleindrücke wollen wir ihnen aber nicht vorenthalten. In der Einzelspielerkampagne, die auch im Koop spielbar sein wird, übernehmen sie diesmal die Kontrolle über das fünfköpfige Razor Team, eine amerikanische Spezialeinheit, deren Handlungen maßgeblich den Verlauf des Krieges beeinflussen und letztendlich zu einem der vier Finalen führen werden. Zunächst steuern sie nur einen Soldaten. Nach und nach können sie dann aber auch die Kontrolle über die anderen Marines übernehmen, was allerdings noch für etwas Orientierungslosigkeit sorgte. Wenn sie nach einigen bewältigten Missionen und überstandenen Schicksalsschlägen endlich den Kommandant der Truppe steuern, dürfen sie ihrem ganzen Team Befehle geben. In den letzten Missionen der Kampagne übernehmen sie dann das Kommando über ganze Armeen und dürfen sogar eine eigene Basis errichten. Dann wird ARMA 2 eigentlich mehr zum Echtzeitstrategiespiel. Auf ihre Spielfigur müssen sie aber trotzdem Acht geben, denn die ist ständig auf dem Schlachtfeld und sollte am besten in Deckung gehen, wenn sie Befehle geben wollen. Dem ultra-realistischen Anspruch der Vorgänger bleibt Bohemia auch mit dem neuesten Teil der Serie treu. Soll heißen, ein schwerer Treffer und sie sind tot. Ganz so final ist der Tod in ARMA 2 dann aber doch nicht. Ihre neuen Razor-Kollegen werden versuchen, sie zu heilen. So wollen die Entwickler unter anderem das Teamwork fördern und dem Spiel einen Teil seines doch recht umfangreichen Frustpotenzials nehmen. Dazu sollen übrigens auch die zahlreichen zuschaltbaren Hilfsfunktionen dienen, die eigene und feindliche Einheiten je nach Gefahrengrad und Aktivität markieren. In der gezeigten Version setzte das Hilfssystem allerdings noch regelmäßig aus. Dafür konnten wir beobachten, wie ein KI-Kommandant Befehle mit den neu eingebauten Handzeichen erteilte. Und auf diesem Flughafen haben wir uns mit einem Soldaten übers Wetter unterhalten. Über das neue Gesprächssystem soll sich der Spieler unter anderem mit der Bevölkerung unterhalten, die Zivilisten vor Angriffen warnen oder sich über feindliche Einheiten in der Nähe erkundigen. Je nachdem, wie gut die Leute auf den Spieler zu sprechen sind, werden sie entweder helfen oder auch mal lügen. Soweit zumindest der Plan, denn gesehen haben wir auch davon in der Alpha-Fassung noch nicht viel. Die Kämpfe mit und gegen die KI machen da schon einen besseren Eindruck. Zwar arten die Gefechte noch immer gern in Chaos aus, aber das ist ja auf einem Schlachtfeld nicht unbedingt unrealistisch. Als wir uns jedenfalls mit dem umfangreichen und doch recht bequem zu bedienenden Missionseditor in nur 5 Minuten eine KI-geführte Schlacht um ein Dorf erstellten, hinterließ der folgende Kampf bereits einen spannenden Eindruck. Die computergesteuerten Einheiten werden für die Berechnung ihres Verhaltens übrigens wohl einen ganzen CPU-Kern beanspruchen. Mehrkernprozessoren werden also vermutlich Mindestvoraussetzung sein. Was Sie hier sehen, sind übrigens nicht die maximalen Grafikeinstellungen. Dafür war unser Rechner einfach nicht stark genug. Außerdem ist die Engine noch nicht optimiert. Hinzu kommen einige Grafikfehler, die Ihnen wahrscheinlich auch nicht entgangen sind. Wir können aber schon jetzt sagen, dass ARMA 2 sehr gut aussehen kann. Die richtige Hardware vorausgesetzt. Besonders die Animationen sind erneut ein echter Augenschmaus geworden. Zu
Zudem experimentiert das Team im Moment mit einem neuen Kamerasystem, das zwar sehr schwindelerregend, aber auch ziemlich überzeugend wirkt. Man kann das Gewicht der Ausrüstung regelrecht spüren. Aber keine Sorge, das ist alles optional und so wie Sie es hier sehen, auch noch nicht fertig. Genauso wenig wie das Klettern und das Sperrfeuer geben, das die KI noch lernen soll. Bohemia ist eben noch mittendrin in der Entwicklung. Sie haben es gesehen, Armed Assault 2 ist noch lange nicht fertig. Trotzdem hinterlässt das Spiel schon jetzt einen sehr interessanten Eindruck. Das Problem mit einer so komplexen Simulation ist, wenn am Ende nicht alles ineinander greift, fallen die ganzen schönen Spielideen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich hoffe, dass die Entwickler bis zum Frühjahr fertig werden, ich wäre ihnen aber auch nicht böse, wenn es bis zum Sommer dauert und wir dann ein fertiges, bugfreies Spiel bekommen.